Sagt der Ihnen was? Der von der FDP? Der sieht nett aus. Er kommt mir bekannt vor, ich weiß es aber nicht, wozu er gehört. Und welche Partei? Das ist der CDU, ne? Ich würde sagen FDP. Kennen Sie den Mann? Das ist Johannes Schraps von der SPD. Ja, das Gesicht kenne ich. Den Namen kenne ich nicht. Ups. Wer ist das? Dann muss ich ja mal eine von der CDU sein. Das ist die Frau von der linken Partei, aber ich, Jutta Krellmann, kann das sein? Wer weiß ich nicht, Linke? Nee, die Grünen würde ich sagen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist hier die Flachsbad oder wie das heißt, ne? Dann ist das SPD. Das ist Frau Krellmann von der Linken. FDP. AfD würde ich sagen. Das Wen ist der Herr von der AfD, glaube ich. Wer weiß ich auch nicht, ich glaube, ich habe ihn auf dem Plakat gesehen. Grüne. Könnten Grüner sein, kenne ich auch nicht. Das ist einer von der FDP. Keine Ahnung, FDP? CDU? Ne, hatte ich schon, ne? SPD und CDU. Ich habe absolut keine Ahnung. Die Linke. CDU. Michael Fietz von der CDU. Gibt es Sachen, die du gerne hättest, die sich verändern in Deutschland? Ja, unser Bildungswesen. Alles, was Schulen betrifft. Und dass wir endlich einen Kultusminister bekommen, der Ahnung hat von Schule. Ich finde, dass so Sachen wie das Leben so läuft, einem besser beigebracht werden sollten. Was ist denn in den Schulen das große Problem? Soll ich die alle aufzählen? Dann stehen wir morgen früh noch hier. Es geht also wirklich los. Es ist gar nicht die Integration alleine, sondern die Kinder kommen unerzogen in die Schule. Zum Beispiel, mein Bruder ist jetzt 18 geworden, ausgezogen und der hatte zum Beispiel überhaupt keine Ahnung von Strom, Gas und all sowas, was einen das kostet. Und dass man das monatlich bezahlen muss und all so eine Sachen. Also was das Leben halt grundsätzlich kostet, was für uns so wichtig ist, wo wir drauf achten müssen, damit wir überleben können. Was muss sich ändern? Ach, was muss sich ändern? Ja, ich denke, die müssten also meines Erachtens mehr für alte Leute tun hier in Bad Münder. Ich bin nicht für Ausländer, aber ich denke, die werden in den Vordergrund genommen und wir Bürger oder was bleiben ein bisschen im Hintergrund. Ich denke mir mal, gerechtere Bezahlung, das ist sehr, sehr wichtig, oder gleiche Bezahlung. Und auch, sagen wir, das Vermögen müsste besser aufgeteilt werden bei uns in Deutschland. Situation für Kinder, für die Bildung und in der Außenpolitik könnte man sicherlich auch einiges besser machen. Ich weiß nicht, was das soll, sondern wenn jemand da 100 Millionen oder 100 Milliarden sogar irgendwo auf dem Konto hat oder was weiß ich, fest angelegt etc., was kann man mit so viel Geld machen? Blödsinn, das muss aufgeteilt werden irgendwie, aber die Leute, die es wirklich brauchen. Es soll gerechter zugehen und das ist das Problem. Die Leute sind zu lange schon an der Regierung und haben sich die Taschen voll gemacht. Das ist es. Es müssten neue Leute da mal rein, dass frischer Wind reinkommt.